So, hallo, hier ist wieder Caesar und der Nico Sommer von der Altes Press. Guten Tag. Guten Abend. Wir sind heute oder haben uns hier versammelt zur Team Fortress zur neuen dritten Saison und das allererste Mal auf der Hafenkarte. Ich erkläre gleich was die Jungs machen müssen hier auf dieser Karte. Ich gebe jetzt mal das Startsignal, denn wir haben hier nämlich rechts die sogenannten Skeletter Familia, die neue Gruppierung SF. Und ganz links sieht man jetzt gar nicht, ist die PF, die Pano Federation an der Position. Und ich gebe jetzt mal nämlich das Startsignal. Wir werden mal schauen, was die Jungs hier machen werden. Ich werde dazu auch meinen Counter hier noch einstellen am mobilen Gerät, damit wir natürlich hier auch dann das auch alles messen können von der Zeit her. Und Nico, bist du schon gespannt? Was meinst du, wer heute gewinnt? Ah, das ist schwer zu sagen, weil beide Teams Neulinge sind, Saison nicht dabei waren. Ich kann da eigentlich keinen Favoriten draus schließen. Also ich bin gespannt, was das Match bringen wird. Sehr gut. Genau, beide sind neue Gruppierungen, die sich für die Dings angemeldet haben. Und wir werden jetzt mal schauen, was sie machen werden. Also hier geht es auch wieder darum, den Offroader zu sichern. Allerdings haben wir hier die Besonderheit, ich zeige es mal ganz kurz für alle Neuen, dass wir die Besonderheit hier haben. Hier haben wir nämlich Tore und beide Teams müssen jeweils diesen Offroader da hinten durch das entsprechende Tor auf ihrer eigenen Seite durchfahren. Ja, dann haben sie nämlich gewonnen. Das ist etwas ganz anderes als auf der Kuppelkarte. Hier müssen sie durch das Tor fahren und ich werde jetzt mal das Startsignal geben. Der Rest wird sich dann mit der Zeit auch für euch erschließen. So, das Match ist gestartet. Wir schauen mal, was die Jungs machen. Hier rechts haben wir die Skeletterfamilie, die sich aufteilen mit 3 auf der linken Seite und 2 auf der rechten Seite. Und die Pano Federation geht hier komplett geschlossen links zum Offroader direkt. Und man hat hier jetzt schön die Sicht darauf, dass man hier versucht, ein bisschen den Infight zu haben. Wir haben hier auch etwas reduzierte Waffenangebote. Das heißt, man kann hier maximal das Ding mit der Würmen schießen. Und hier wird schon zugesmoked durch die Pano Federation mit grünen Smokes. Und im Offroader sitzen die Jungs schon drin. Und der erste ist gestorben. Ja, das war der Fahrer. Der Fahrer von der PF, der sich in den Offroader gesetzt hat, ist erschossen worden. Wir haben also jetzt eine Situation von 4 zu 5. Hier wird fleißig geballert zwischen den Containern. Hier oben sieht man wunderbar die SF auf einer Linie stehen, während die Pano Federation jetzt überlegen muss, wie kommen sie an den Offroader ran. Wir sehen auch so ein bisschen, dass der Offroader beschädigt ist. Das hat also ein Rad verloren. Das würde natürlich einen Punktabzug geben, wenn die Jungs es schaffen, unter 5 Minuten den Offroader hier zu sichern. Und wir sind jetzt. Ja. Einer von der SF wurde zu ihm geschüttelt. Also 4 zu 4? Ja, genau. Wer ist denn gestorben? Der Helmut Geiger wurde Helmut. Von PF Lupus getötet. Ja, dann liegt vermutlich hier an der Stelle. Und jetzt wieder ein 3 gegen 4. Einer von der PF ist gefallen. Der G. Fritz. Also Schlag auf Schlag. Ja, das ist auch der Sinn der Karte. Wir haben hier ein bisschen ein viel beschleunigteres Gameplay. Und weniger so diese Camping-Sessions, die man auf einer Kuppelkarte kennt, sondern hier geht es wirklich darum, so schnell wie möglich den Gegner auszulöschen oder den Offroader zu sichern. Ja, jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Wir sind jetzt bei der zweiten Minute. Die Spielzeit hier auf der Karte beträgt insgesamt 10 Minuten und Bonuspunkte gibt es nur, wenn man unter die 5 Minuten kommt. So, die SF räumt auf. Jetzt ein 2 gegen 4. Also 4 S, ja. Ja, 4 SFler und noch 2 PFler. Der PF Zaroff ist gerade gestorben. So, wir sehen jetzt mal kurz eine In-Combat-Situation. Zwei Leute um einen Container herum. Und da kommt das Backup von der SF, die jetzt versuchen, denjenigen hinterrücks zu erschießen. Ja,
Oje. Okay. Nur noch 1 gegen 4. PF Power Schlumpf wurde von Alfredo getötet. Mhm. Für die Gruppierung ist es jetzt kein großer Verlust. Ja, weil die natürlich hier mit Sting und Vermin nur spielen. Das heißt, das kann man auch mal recht schnell ersetzen. Zeitlich sind wir jetzt bei 3 Minuten aber, 30. Dass die SF fast die Siedlung B erfüllt hat, aber jetzt ist gerade noch einer von der SF gestorben. Mhm. Das heißt jetzt ein 1 gegen 3, soweit ich weiß. Und wird einer von PF wieder gefallen, heißt das, PF ist vollständig ausgelöscht, ne? Jo, ich glaube schon. Ich guck nochmal nach. Jawohl, die PF ist komplett ausgelöscht worden. Mhm. Gut, dann haben jetzt die Jungs natürlich die Möglichkeit hier den Off-Roader noch so schnell wie möglich zu reparieren. Sie haben jetzt also dafür noch 40 Sekunden Zeit. In diesen 40 Sekunden müssen sie ihn repariert haben, vollständig und durch ihr eigenes Tor, was sich hier auf dieser Seite befindet, durchgefahren sein. Das ist jetzt die Frage, ob sie das natürlich schaffen oder ob sie sagen, nee, wir verzichten drauf und wollen uns das 3:0 holen zumindest. Aber wir sehen hier, der Off-Roader kommt kaum von der Stelle. Aller Wahrscheinlichkeit werden sie ihn jetzt in Ruhe reparieren, weil das 4:0 können sie nicht mehr erreichen. Wir haben jetzt nur noch 10 Sekunden. Und ja, mich hat es gerade gekickt aus dem Spiel wegen Ping Too High. Aber du wirst sicherlich jetzt das sehen können, wie die Situation da gerade ist. Ob der Off-Roader noch gefahren wird. Wir haben jetzt die 5 Minuten überschritten. So, ja, hier bin ich wieder. Ich versuche gerade auf meinem Server zu connecten. Also ich habe gerade die Info bekommen von der PS, die zugeguckt haben vom Turm aus. Dass die Jungs von der SF anscheinend kein Reparaturkit dabei haben und jetzt den Off-Roader in mühsamer Anschiebarbeit den versuchen jetzt durch das Tor zu bringen. Ist es richtig? Ja, genau. Okay, sagen wir mal Bescheid, wenn das soweit ist. Off-Roader fehlen. Ja, das kann auch einen ganz schönen Moment dauern. Weil wir sind jetzt nämlich bei 7 Minuten und 12 Sekunden. Das könnte noch knapp werden. Okay, haben wir gerade noch einen Server gehen? Nee, anscheinend doch nicht. Okay. Ja, es ist gerade nicht so spannend, was ihr seht. Ihr seht jetzt leider nur das Synchronisieren mit dem Server von meinem Profil. Irgendwie habe ich heute meine Internet-Connections nicht gerade die beste. Ich kann jetzt gerade nur so ein bisschen wie ehemals Fußballkommentatoren mit moderieren, während der Bildschirm schwarz ist. Sind jetzt bei 7 Minuten und 45 Sekunden. Nico, wie sieht's aus? Wo ist der Off-Roader? Kurz vorm Tor. Ich schätze mal noch gut 10 Meter haben sie noch. Mhm. Bis der Off-Roader mit vollem Umfang durch ist. Wenn wir jetzt mal an die Stelle teleportieren hier. Ja, hier sind wir schon ein paar Tote. Ich höre den Off-Roader, genau, er befindet sich dann dort. Und wird da langsam so hochgefahren. So, und gleich sind sie drüber bei der Linie. Jawohl, da ist der Off-Roader draußen. 8 Minuten 30, alles klar. Er ist nicht repariert worden, der Off-Roader, ja, also ist beschädigt, durchgefahren. Das bedeutet dann also für die Jungs von der von der Skeletterfamilie ein 2:0. Sie haben länger gebraucht als 5 Minuten. Ja, es hat dann dazu geführt, dass sie eben leider nur für ein 2:0 gereicht hat. Aber trotzdem immerhin, erster Sieg ist doch schon mal was Erfreuliches. Jo, Nico, vielen Dank erstmal. Vielleicht hören wir uns dann gleich wieder beim nächsten Match. Natürlich. Bis denn. Herzlich willkommen zur dritten Partie des heutigen Abends. Wir spielen wieder Team Fortress Turnier, die Hafenkarte, wieder mit dabei, der Nico Sommer von der Altes Press. Guten Abend. Ja, genau, guten Abend, sowohl im Real Life als auch hier vor Ort. Diesmal haben wir es etwas dunkler. Und jetzt spielen gerade auf der linken Seite die DM, die Drunken Monkeys, auch eine neue Gruppierung. Und rechts die altehrwürdigen Los Saros, da gucken sie schon und warten darauf, dass es losgeht. Und wir werden jetzt sofort auch starten mit der Meldung. Und dann werden wir mal gucken, welche Taktiken die beiden haben.
muss natürlich noch Admin-Manager anwählen. Nur dann geht's los. Und es startet an der Stelle jetzt folgendermaßen. Ich gehe mal so ein bisschen in die einzelnen Kameraperspektiven, dass mir so einen kleinen Blick drauf hat, wo die Jungs hinlaufen. Wir haben jetzt hier die Drunken Monkeys, die mit drei Personen rechts laufen, auf der rechten Seite, und links haben wir zwei. LZ bewegt sich auch, oder hält erstmal seine Position an den Containern und befinden sich zwei Personen am eigenen Tor. Es gab, glaube ich, nur einen ganz kurzen Schusswechsel, aber dann war da nichts passiert. Ist jemand gestorben, den, ne? Nö, eben mal. Ja, jetzt sind wir hier schon Rauchgranaten im Einsatz. Weißt du, von welcher Richtung die kommen? Nee, leider nicht. Aber man versucht ja erstmal jetzt im Dunkeln auch eine Nebelwand zu erzeugen. Im letzten Spiel hat die Scarletta-Familie ja 2-0 gewonnen. Und da jetzt der heftige Schusswechsel, die ersten. Und einer von der. Von den Drunken Monkeys hat bereits das Fahrzeug inne. Und es ist beschädigt, es ist beschädigt. Ein Reifen fehlt. Er versucht jetzt hier ganz langsam durch das Tor zu kommen. Jetzt muss natürlich Losaros stürmen. Sie müssen stürmen, um hier zu verhindern, dass das Fahrzeug noch durch das Tor kommt. Das ist das eigene Tor hier für die Drunken Monkeys. Sie müssen das Fahrzeug hier noch durchfahren. Sie haben dafür noch etwas mehr als 3 Minuten Zeit. Da war noch keiner gestorben. Also die Schüsse haben anscheinend alle verfehlt. Losaros ist hier im Zugzwang. Jetzt steigt jemand von den Drunken Monkeys aus, versucht natürlich das Fahrzeug auch zu reparieren, um die volle Punktzahl auch zu bekommen. So, Drunken Monkey Opa ist gestorben. Soeben. Das heißt, die Drunken Monkeys nur noch zu viert. Aber jetzt wieder 4-4. Wir sehen die heftiges Feuergefecht mit Stinks und Würmen. Und einer von den Drunken Monkeys ist wieder gestorben. Ja, und das Fahrzeug ist durchgefahren worden. Das bedeutet, das Match ist zu Ende. An der Stelle. Glückwunsch an die Drunken Monkeys zu einem klassischen. Ja, jetzt wird hier noch geballert. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich meine Message noch rauszuhauen hier. Damit hier nicht noch weitere Leute sterben. Sterben aber. Ja, das kann man nicht verhindern. Ja, klar. Da wird nur noch weiter geballert, aus Frust, keine Ahnung warum. Ja. Ergebnis haben wir aufgeschrieben. Die Drunken Monkeys haben es geschafft, den Off-Roader unter 5 Minuten hier zu sichern. Das heißt, es ist ein 4-0 für die Drunken Monkeys und das Fahrzeug war auch nicht beschädigt, weil es kurz davor repariert wurde nochmal. Siehst du es genauso? Jo, genau. Die haben sich erst nochmal in Sicherheit begeben, haben dann den Boot repariert. Sehr gut. Mal schauen, wo der Off-Roader hier jetzt gerade hingefahren ist. Da hinten fährt er. Ich kann mir den natürlich gerne mal anschauen, zu aller Sicherheit nochmal. Und wir werden jetzt auch nochmal schauen, ob das Fahrzeug wirklich zu 100% clear ist. Ja, wir sehen hier oben links alles weiß, keine Beschädigung. Wunderbar. Glückwunsch an die Drunken Monkeys zum 4-0 gegen Losaros. Das ist doch schon mal eine ordentliche Hausnummer. Und wir sehen uns jetzt gleich im nächsten Spiel gegen, wer spielt? E-Purge, ein Playteam des SEKs gegen, gegen wen spielen sie? SOG, Special Operations Group. Alles klar, bis dahin erstmal, euer Nico und Siso. Und wir haben jetzt unsere vierte Partie des ersten Spieltages, und zwar auf der rechten Seite haben wir jetzt hier auf der Hafenkarte die Special Operations Group, die SOG, mit 5 Mann. Und auf der linken Seite das erste Mal ein Playteam, und zwar das Playteam des SEK.
Einsatzkommandos der Polizei, die sich heute hier oft behaupten wollen. Mal schauen, wie weit sie kommen. Wir haben hier so ein bisschen ein paar Leute. Wir haben hier so ein paar Leute, die jetzt schon gerade warten, dass das Event zu Ende geht. Und da oben sieht man eine ganze Menge an Zuschauern, die hier auch dieses Event weiterverfolgen werden. So, der Nico ist wieder mit dabei bei der Partie, der mir hier wieder die Ansagen machen wird. Hallo Nico. Hi. Und wir fangen auch direkt an. Ich habe die SMS vorbereitet und das Match startet jetzt. Die vierte Partie: E-Purge Play Team der SSSEK gegen Special Operations Group. Los geht's. Das Match startet jetzt. Ich gehe in die Kamera rein und wir schauen uns mal an, was hier die beiden Teams machen. Hier haben wir die SOGler, die mit zwei Leuten rechts langlaufen und mit drei Leuten an ihrem eigenen Tor unterwegs sind. So, wir haben jetzt mal hier auf der linken Seite die SEKler, die natürlich aber als Zivilisten, also in Zivilisten-Slots sind. Das heißt, sie sind hier nicht im Vorteil der Polizeiuniform und Polizei. Ausrüstungsgegenstände, sondern ganz normal mit Sting und Vermin auch unterwegs. Bin ich mal gespannt, welche Taktiken sie hier entwickelt haben, um hier zu punkten. Ja, bisher sieht es alles noch ganz ruhig aus, keine Bewegung. Aber in den anderen Matches vorher schon etwas mehr dann dadurch gewesen. Hier sehen wir, dass hier natürlich geschaut wird, ob man vielleicht den einen oder anderen wegsnaggen kann, sage ich mal. Ja, und da ist schon der erste SEKler umgefallen. Wer war das gewesen? Das war muss ich gucken, warte. Hi Chu war's. Von Stefan von der SMG Dreadwall. Ja, ein deutlich langsameres Spiel jetzt bis jetzt schon hier. Gar keine Action drin. Deutlich taktischer aber auch. Ja, warum nicht? Wir sind von der Zeit her bei 1 Minute 40 gerade. Noch ist alles okay. Aber es steht jetzt schon 5 zu 4 anhand des Personals, was hier noch zur Verfügung steht. Haben wir bei den letzten beiden Matches gesehen, dass die Anfänger heute Abend anscheinend Glück haben, also die Neulinge. Vielleicht ist ja SEK jetzt auch so. Auf jeden Fall aggressiver in ihrem Spielstil gewesen. Ja, also ich sehe hier gerade momentan gar keine Bewegung von irgendeiner Person. Das Witzige ist, wir haben hier an dem Tor direkt drei SOGler, die hinten die Position halten. Jetzt kann ich mal hier hingucken. Einer schaut hier direkt auf den Offroader, dass irgendjemand von der SEK vorkommt. Aber auch die SEK oder das SEK hält sich hier im Hintergrund, macht gar nichts. Oh, die Zeit läuft. Gucken wir doch mal in der Zeit hier oben auf den Turm, wer da so ist. Gut besucht. Schönen guten Tag. Alle mit Ferngläsern am Schauen. Und keine veränderten Positionen hier bei beiden Teams. Traut sich überhaupt keiner hier irgendwie raus. Also nach dem jetzigen Stand wäre es so, von der Wertung her, wenn das jetzt so bleiben würde und die 10 Minuten laufen ab, dass die SOG hier 1 zu 0 gewinnen würde, weil sie einfach mehr Personal noch hat. Aber 1 zu 0 ist jetzt auch kein großes, tolles Ergebnis fürs Rückspiel. Damit kann man sich nichts kaufen. Wir sind gerade bei welcher Minute? Wir sind jetzt bei 3 Minuten und 50. Alles klar. Was haben die Jungs vor? Noch keine Smoke-Granaten unterwegs, nichts, ja. Ich habe das Gefühl, beide Teams haben das gleiche Ziel, zu warten, dass der Gegner einen Fehler macht.
Der Cyrus war vorher noch so total geil drauf, dass es ein Video gibt. Aber wenn er es dann da sieht, wie langweilig das hier ist, was er hier zusammenspielt. Ja, der Offroader steht hier immer noch unangetastet an seinem Fleck. Und wir sind jetzt bei 4 Minuten und 40, das heißt, in 20 Sekunden sind die Bonuswertungen nicht mehr möglich. Dann kann man maximal nur noch ein 2 zu 0 hier rausholen. Reicht das den beiden Mannschaften? Das ist die Frage. Oder hat die SOG so viel Respekt vor dem SEK-Team? Noch 4 Minuten und 50 Sekunden. Das habe ich auch noch nie gehabt, dass hier gar nichts passiert, ja. Vor allem ist das SDK aktuell ein Nachteil, also müsste da irgendwas noch machen. Da rückt nochmal ein SDK davor. Ja, jetzt bewegen sich ein paar SEKler. Ich sehe es gerade. Einen Positionswechsel gab hier hinten. Jetzt sitzen hier zwei SEKler an dem weißen Container, schräg vom Offroader zu sehen. Und hier haben wir einen, haben wir die beiden Kollegen noch, die noch leben, mit dem Blick nach außen. Und dann gab es den ersten Schusswechsel wieder. Das war auch nur ein Schuss. Sehr statisch. Hier hinten sehen wir den einen SEKler, der noch vermutlich hier hinten auch den schon erspäht hat, der dahinter sitzt, hinter dem weißen Container. Und die Uhr tickt und tickt und tickt. Oh, ein weiterer Stellungswechsel des eines SEKlers. Was sagst du? Weiterer Stellungswechsel eines SEKlers. Stellungswechsel, okay. Ich habe was anderes verstanden. Ja, SEK rückt vor. Der eine ist jetzt auf der Höhe, oder beide sind jetzt auf der Höhe des Offroaders vom SEK-Team. Ist natürlich die Frage, ob die SOG jetzt damit was bezweckt, wenn hier hinten drei Leute sind. Eigentlich An ihrem nicht, eigenen weil Tor. die SCK-Leihen müssen ja aus ihrem Tor rausfahren. Richtig, richtig. Eigentlich müssen, also sie müssen ja in ihr eigenes Tor, also CK kommt ja von hier, schnappt sich den Offroader und fährt den halt dann zurück durch das eigene Tor. Das heißt, diese Rollen hier hinten, die hier besetzt sind, das hat momentan gar keinen Effekt. Sind jetzt bei 7 Minuten und 26 Sekunden. Bis jetzt nur eine Person gestorben, ne? Jo. Jetzt bewegt sich das SEK langsam oder ist jetzt schon fast fußbreit am Offroader dran. Aber wir sehen hier hinten, das ist gerade das Fiese, dass der eine Kollege von der SOG natürlich direkt auf den Fahrersitz zielen kann hier. Und eigentlich nur darauf wartet, dass derjenige dort einsteigt, um ihn direkt abzuschießen. Ich habe das leichte Gefühl, dass es jetzt das erste 1-0 auf heutigen Abend wird. Wenn die SEKler bald nichts noch nicht unternehmen werden. Oh, jetzt rücken sie weiter vor, jetzt kann es gleich zum Schlusswechsel kommen. Ja, wir sehen sie jetzt hier direkt am Container. Und dahinter ist nämlich der SOGler an dem blauen Container, also an dem gelben hier. Und von beiden Seiten jetzt ein SEKler gefallen. Einer ist okay da gefallen. Und der zweite ist okay da gefallen.
9 Minuten 17. Das heißt, von Personen her 3 gegen 3 müssen es sein. Bis neun Minuten 30. Hier wird sich jetzt der eine noch verarzten wollen. 9 Minuten 40. Ich habe aktuell gar keinen Überblick mehr, wer wann gestorben ist. Ja. Nachgucken. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1, 0. Ja. Das Match ist vorbei. Da wird noch geschossen. So, das ist Feuer jetzt einstellen natürlich. Ja, die Jungs haben das Feuer eingestellt, ihre Waffen geschultert. Überprüfen wir jetzt mal. Wir haben jetzt nur noch 3 von der SOG. Und wenn ich jetzt mal hier das SEK noch sehe, einer, der Cyrus von der SEK, vom SEK. Also 2 SOGler sind tot. Ken Hutch ist tot. Hilfe dir. Und dann natürlich hier hinten noch jemand gestorben. Aber der ist schon despawned. Kannst du mal schauen, wer noch da jetzt in der Reihenfolge getötet wurde? Kannst du das noch sehen? Ja, ich schau mal. Also 3 SOGler leben noch. Okay, ich schau mal. Ich gehe davon aus, dass hier noch 2 SEKler am Leben sind. Am Anfang ist ja ein SEKler gestorben. So. Dann wurde Hutch von Robin getötet. Dann Stefan von Cyrus. Wir haben ziemlich viel Kinder dafür, oder? Noch ein SEKler von der SOG getötet, dann Robin getötet vom Cyrus und das war's, ja. Das heißt 3 zu 2. Also 3 drei Leute gegen 2 SEKler. Ja. Genau, also das würde jetzt so gesehen bedeuten, dass die Zeit ja auch abgelaufen ist. Die Mannstärke zählt hier dann in dem Fall. Also SOG hat hier 1 zu 0 gegen das gegen das SEK gewonnen. Nicht gerade viel, aber immerhin einen Punkt, den man noch ins Rückspiel mitnehmen kann. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es heute mal ein bisschen nicht ganz so spannend war. Aber am Ende war es dann doch ein paar Gefechte. Und wir werden das denjenigen jetzt mal mitteilen, wie das Ergebnis ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn es dann zu den Rückspielen geht.